eigentlich aus der Not heraus. Jahrzehntelang hatten wir hier graue, triste Wände und die sind immer mal wieder von Graffiti-Sprayern besprüht worden. Und zwar mit, naja, sagen wir mal, weniger kreativen Graffitis. Und wir haben sie dann immer wieder entfernen lassen. Und irgendwann kam dann der Herr Häfner, unser Kulturbeauftragter, auf die Idee, das mit eigenen Bildern zu verschönern und einfach selbst zu bemalen und das Ganze bunter zu gestalten. Sehr gut, bin im Plan. Heute Morgen werden noch die beiden Bilder gegenüber weiter bearbeitet und dann folgen, das ist ja so eine Art Highlight hier, die Kolleginnen und Kollegen, um dann unter anderem hier in die Fächer ihre Piktogramme einzumalen. Wenn man die Möglichkeit hat, sie mal irgendwo zu verewigen, macht man natürlich mit. Ich fand es sehr, sehr cool, das Projekt. Als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, cool, in Gostenhof, da habe ich 3 Jahre gewohnt und auch 3 Jahre gearbeitet. Verewigst du dich doch mal. Weil ich es eine super geile Idee finde, hier so ein Bild zu malen. Und ich finde es toll, dass wir als Mitarbeiter da teilnehmen dürfen. Das ist mein Piktogramm, das ist ein Ball, der dem die Luft entweicht. Das ist im Endeffekt eine Anlehnung an das Bullshit-Bingo, was in vielen Besprechungen gern gespielt wird. Das Piktogramm unter anderem, das von mir stammt, sind einmal hier die Theatermasken. Die waren mir besonders wichtig, weil es gibt ja bei der DATEV eine Business-Theatergruppe, nämlich die Theatergruppe Gruppentherapie, bei der ich unter anderem Mitglied bin. Mein Piktogramm ist ein Zinkherz und die Bratwürste. Das verbinde ich halt eben erstmal mit Nürnberg. Wir finden es sehr interessant, gerade auch wenn wir mit den Kindern hier unterwegs sind. Also generell bleiben wir immer stehen und schauen, was es noch so zu sehen gibt. Also ich finde es positiv. Wenn man hier läuft, man kann sein Augenmerk darauf werfen. Es sind bekannte Figuren. Von Marvels über DC Comics, über Simpsons kann man doch sehr, sehr viele Sachen hier wiedererkennen aus der eigenen Jugend. Ja, wunderbar. Das ist erfrischend und schön.